Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Osiris New Dawn. Im Augenblick räume ich hier gerade ein bisschen auf, weil wir hatten für unsere Schiffsbauaktion eine Menge Zeug zusammengesammelt. Und das kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen. Will ich auch gar nicht. So, das kommt jetzt noch hier hin. Das passt leider nicht mehr rein, na toll. Was bist du? Du kannst hier noch mit. Sehr schön. Okay, ich habe hier noch Iron Ingot und lauter nützliches, lustiges Zeug. Okay. Ab in die nächste Kiste damit. Wir wollen ja nicht das ganze Inventar vollgeknallt haben, wenn wir irgendwo hinfliegen und irgendwelche Dinge erkunden. So. Die Beeren und so, die lasse ich auch mal da. Ich glaube nicht, dass ich die brauche. Aber was trinken sollte ich? Zumindest sagt mir das das Spiel. Hallo, trink mal was. Ja, sieht gut aus. Ich werde jetzt auch ein, zwei Barrels mitnehmen. Und hier habe ich auch zwei leere Wassercontainer, falls ich irgendwelche interessanten Dinge finde. So, was ist das hier? Eine Flare. Okay, nee, brauchen wir auch nicht. Aber das Chisel sollte ich nochmal reparieren. Dafür brauche ich Aluminium. Falls ich wieder irgendwo was anbauen kann, oder genauer gesagt abbauen kann, möchte ich ja doch so viel wie möglich mitnehmen können und nicht nur die Hälfte, weil mir irgendwas wie das Chisel drauf geht zwischendrin. So, nochmal Speed und noch ein bisschen Stamina, dann sind die Punkte auch verbraucht. Sehr schön. Ja. Ich glaube, ich muss langsam meine Screenshot-Taste wieder irgendwie umstellen, weil das ist hier doch ein bisschen umständlich so. Okay. So, du darfst jetzt hier zurück in die Kiste. Schleck. Kommen wir zum lustigen Teil des Ganzen. Spaceship. Es hat ein Inventory. Oh, super. Ich kann hier sogar Zeug mitnehmen. Das finde ich jetzt auch mal geil. Board Vehicle. Da-da. What the fuck? Oh, scheiße, wie fliegt man das? Structure Frame? Wie hebe ich denn hier ab? Ah, ich mach das mit der Maustaste, okay. Ist das geil. Ist das geil. Ja, sowas aber auch. Okay. Ist das geil. Okay, ich bin jetzt sehr hoch offensichtlich schon. Uah. Wenn nur, wie komme ich jetzt hier in den... in den Space? Would you like to... What? Me? Wie mache ich denn die Schnelligkeit? Okay, ich muss schneller werden. Ich verstehe das ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so ganz. Wie fliegt man denn hier im Space? Wie mache ich hier schneller? Okay. Ah, das ist hier in Form eines... Ah, ist das eines Levels irgendwie? Okay, also ich habe hier jetzt ein Ladescreen. Ach, warte mal, ich war einfach auf dem anderen Planeten, offensichtlich. Das ist ja witzig. Okay, gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes finden. Wow. Huch. Okay. Oh, wir haben gar keinen Spaceflug oder was? Also wir fliegen gar nicht. Oder was? Bin ich hier noch auf meinem Planeten?
Also irgendwie verstehe ich das System jetzt nicht so ganz. Liebe Phoenix Fire Leute, so eine kleine Erklärung wäre schon geil irgendwie. Okay, also wir sehen jetzt hier auf jeden Fall schon mal sehr viel Wüste. Man ist ja schon nett. Also ich frage mich, wie das mit dem Speed abgeht. Weil irgendwie... Je weiter ich irgendwie in die Höhe gehe, desto langsamer wird die Kiste. Habe ich hier irgendwie noch andere Möglichkeiten? Also ich versuche mir jetzt hier gerade mit den Tasten zu erklären, was ich mache, aber es ist halt einfach so ein bisschen strange. Ich meine, klar, man sieht jetzt hier so ein bisschen Wüste und es ist auch ganz nett, aber irgendwie so, also der Brüller ist es jetzt noch nicht. Okay, press space to travel to Proteus 2 side R west. Okay. Okay, gucken wir mal, wo ich da jetzt wieder rauskomme. Wahrscheinlich zu Hause wieder. Aber irgendwie so ein. Mach mal irgendwie mit der erste die Sache schneller oder so, hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Also. Etwas komisch, der Flug. Außer irgendjemand von euch hat die gespielt und kann mir jetzt sagen, wie das funktioniert, weil. Alter, gebt mir mal ein Tutorial oder zumindest irgendeinen Hinweis, welche Taste die Kiste hier schneller macht. Ich klicke hier eigentlich so ein bisschen wahllos in der Maus rum in der Hoffnung, dass irgendwas davon Effekt zeitigt, aber da ist das Hoverbike doch etwas leichter zu verstehen. Ah, okay, wir sind jetzt wieder zu Hause, wie es aussieht. Ich habe so diese starke Befürchtung, dass die Landung eine echte Herausforderung werden wird. Red Sea's Edge, okay. Wir kommen nach Hause. Kann ich das langsamer machen? Okay, ich lande. Wumpf. Ah, okay. So, jetzt stehe ich hier und singe und habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, es heißt hier Starting Position, aber... Puh, ich fürchte, ich werde hier voll lost in space sein, wenn ich versuche, mit dem Ding hier zu fliegen. Mal gucken. Schauen wir doch mal, was wir hier noch so entdecken können, weil ich meine, hier ist ja irgendwie Landschaft. Das sieht zumindest einigermaßen bekannt aus. Und ich muss mich hier auch nicht groß über Fuel sorgen, wie es aussieht. Also das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, bonk. Über die Hälfte meines Gefährts muss ich mir auch irgendwie nicht so Gedanken machen.
Eieiei. Also ich und Flugsimulatoren, das könnt ihr eigentlich auch voll vergessen. Nicht irgendwo hängen bleiben, bitte. So, wo sind wir denn jetzt hier? Aha, hier ist Alfheim. Okay. Jetzt weiß ich zumindest wieder einigermaßen, wo ich bin. Aber da muss ich sagen, sind diese Positionsmarker hier auch eher etwas verwirrend als hilfreich. So. Also hier kann ich mir mit dem Ding zumindest die Landschaft ganz gut ansehen. Das ist ja schon mal sehr nett. Und hier ist auch dieser Spine-Pass und so. Also ich glaube, ich habe das zu Hause wieder gefunden. Hier ist auch der See. Das müsste jetzt hier das Trumbo-Bessen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht zumindest stark danach aus. Ja, Trumbo-Bessen. Und hier ist der Dingsbums-Spine-Pass. Kommen wir ja hoffentlich jetzt auch drüber, ohne irgendwas zu rammen. Ich meine, das sieht ja schon ziemlich fies aus. Warm Graveyard, Alter. Also ich mag diese Würmer nicht. Die sind mir nicht sehr sympathisch, wenn ich ehrlich bin. So. Aber hier können wir uns jetzt wirklich mal ganz unverbindlich umgucken. Vor allem von oben. Das macht natürlich die Sache ein bisschen launiger. Also eigentlich, wenn man das Spaceship mal kapiert hat, wie es so einigermaßen funktioniert, nur die Schnelligkeit, die raff ich jetzt nicht unbedingt. Antifo-Krater, okay. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Okay. Press Space to exit planet. Jetzt habe ich es halbwegs gerafft, wie es funktioniert. Okay. Space. Alles Space. Aziel, vierter Mond. Okay, hier ist unser Zuhause-Planet, wie es ausschaut. Ja, das ist ja geil. Okay. Wir können ja mal nach Aziel fliegen. Press Space to travel to Aziel. Okay. Ah, also so eine richtig lange Gegend, wo man sagt, okay, ich fliege jetzt hier erstmal so smooth durch Space. Gibt's offensichtlich nicht. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Ladescreens. Ah, naja, was soll's. Kriegen wir auch irgendwie hin. Okay. Wow, das ist ja cool. Wie komme ich da jetzt runter? Idealerweise so, dass ich nicht sterbe. Eieiei. Ich glaube, meine mangelnde Kenntnis bei solchen Spielen, die rächt sich jetzt gerade hier so ein bisschen. Wow. Wow, fuck. Alter, wo bin ich jetzt hier? Ah, okay. Ich bin jetzt... in der Nähe eines wow, sehr rocky Planeten. Wow. Okay. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen zu landen. Umf. Jawohl. Ja, komm schon runter. Runter, 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 runter. Wow, hart. Okay. Wow. K
Geil, Omar. Wir sind das erste Mal auf einem anderen Planeten. Ist das nicht hart? Ist das nicht hart, Leute? Krasse Scheiße. Und hier sieht man Osiris offensichtlich, also diesen, ich weiß nicht mehr, Proteus heißt der Planet. Was gibt's hier? Das ist ein Rock. Okay, Rocks gibt's hier auch. Ist das die Möglichkeit hier? Geil! Jetzt darf ich nur nicht zu weit vom Schiff weg, sonst finde ich nämlich nichts mehr wieder. Was ist das hier? Oxygen, okay. Und hier gibt es Nitrogen. Also rein theoretisch könnte ich mich hier dann auch nochmal irgendwie niederlassen auf dem Planeten. Wenn ich das wollen würde. Aber ich gucke erst mal, ob ich hier irgendwie was Nützliches basteln kann oder so. Puh. Finde ich cool. Also das Tankstein, okay. Was auch immer das ist. Okay. Der hat auch wieder ganz andere Schwerkraftverhältnisse. Tankstellen. Okay. Hauen wir mal drauf. Was auch immer das ist, vielleicht kann man es für irgendwas Sinnvolles brauchen. Okay. Hier ist offensichtlich noch mehr. Nee, die haben ja auch Base Metal. Okay. Das ist ein sehr sympathischer Planet. Der hat auch Base Metal. Was bist du hier unten? Gucken wir mal. Iron. Okay. Base Metal. Sieht stark nach Base Metal aus hier. Ja. Okay, gucken wir mal. Hier ist dieses Tungsten. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was von mitnehmen. Für irgendwas braucht man es bestimmt. Oh, da hinten sind größere Kackviecher. Den muss ich jetzt nicht Hallo sagen. Was auch immer das für Zeug ist. Base Metal? Base Metal? Hallo? Tungsten, bitte? So ein bisschen? Ihr kennt mich ja. Ich sammle von jedem Scheiß immer so viel, wie ich mitnehmen kann. Da. Wer weiß, wofür es noch gut ist? Wahrscheinlich für ganz krasse Killer-Dinge. So. Oh, da kommt ein Parasite. Hallo, die Scheißviecher gibt's hier auch? War ja klar, dass mich das Viech erstmal ankotzt. Zur Begrüßung auf einem neuen Planeten. Ist das die Möglichkeit? Okay. Was haben wir hier? Nitrogen. Ja gut, ich meine, das ist ja hier irgendwie so eine Nitrogen-Atmosphäre, wie das Spiel sagte. Cool. Jetzt hätte ich mir mal so ein Inflammable-Dingsbums-Dome-Kit mitnehmen sollen, habe ich aber nicht. War jetzt wieder so typisch. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich tatsächlich irgendwie in Space komme. So, hier drüben steht irgendwo mein Chef, genau. Gucken wir mal, ob ich hier noch irgendwas Nettes finde. Hier ist auch noch so ein Ding. Was auch immer es ist. Vielleicht ist es ja auch einfach kristallisierte Alien-Kacke. Und ich baue jetzt hier eine unglaubliche Menge Alien-Kacke ab. Wer weiß. Ich meine, das ist immerhin schwarz. Ah. Würde mich jetzt nicht wundern. So bei meinem Glück, was so Entdecken angeht. So. Kommt, nehmen wir noch ein bisschen Alien-Kacke mit. Hoppa. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Wir sind hier, um Zeug mitzunehmen. Genau. Ach, wie herrlich. So. Na, das reicht ja eigentlich. Ja, es ist arschkalt hier irgendwie. Also, auf dem einen Planeten wird man fast gegrillt, auf dem anderen friert man sich den Hintern weg. Also nicht sehr sympathisch. Aber ich werde die Gelegenheit nutzen, mich natürlich hier noch ein bisschen umzugucken. Weil das ist ja jetzt sicher nicht die einzige nette Ecke, an der man irgendwas angucken kann. Das mit den Steinen hier sieht ganz nett aus. So. Aber, ihr Lieben, nachdem die Folge jetzt hier schon wieder fast am Ende ist, oder eigentlich im Grunde total am Ende,
Verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Gönne euch nochmal so einen, oh, sehr spannenden Ausblick auf, ich weiß nicht, Lavafelder oder so. Und wünsche euch sehr viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wird hier noch ein bisschen entdeckt und dann hoffe ich mal, dass ich auch den Heimweg wiederfinde, um den ganzen spaßigen Kram wieder wegzubringen. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis denn und tschüss.